Hakuna Matata. Diesen Spruch sag ich gern. Hakuna Matata gilt stets als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Keiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata. Woher ist es? Das sagt mein Dönermann immer. Richtig. Ja. Denn Döner kommt ja, wie bereits bekannt, aus Afrika. Ja, aus Schlangenfleisch am besten. Und Wildschweinfleisch und was haben wir denn noch? Erdmännchenfleisch? Nilpferd, Erdmännchen. Warzenschwein, Löwen. Hier Bärenfleisch auch und so. Giraffen. Ne? Hyänen. Stimmt, das sehen wir auch. Ich weiß es nicht, ist mir egal. Ja. Ist aus König der Löwen. Echt? Stimmt. Ja. Ich habe gerade ans Dschungelbuch gedacht. Stimmt gar nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Doch, es ist aus König der Löwen. Ist aus König der Löwen. Gut, dann habe ich gerade die falschen Tiere aufgezählt. Jetzt hattest du mich fast. Ich habe gerade Dschungelbuch-Tiere aufgezählt. Ja, aber warte mal, du hattest nur den Bären, den konnte ich nicht. Aber ich glaube, den Rest, den wird es schon... Weiß ich nicht. Gab es bei König der Löwen eine Schlange? Nö. Aber in Afrika gibt es Schlangen. Ja, gibt es sicherlich. Insofern, gibt es Bären in Afrika? Bärensträucher, nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Afrika ist ja ziemlich groß, hat ziemlich viele verschiedene Gegenden. So Richtung Süden ist es ja auch nicht mehr so knüppelwarm. Ja, stimmt. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ist ja auch nicht so wild. Wir sollten einfach spielen. Ja. Was machen wir denn heute eigentlich? Hakuna Matata. Ach so, okay. Das heißt, dann lass uns loslegen. Was war das? Lebt dein Leben so, wie du meinst, oder was ist das? Ich glaube, ich habe das gerade sogar. Die Sorgen bleiben dir immer fern, heißt es zumindest in dem Liedtext. Warte mal. Mhm. Aber ich glaube, das hat. Irgendwas Positives, Spruch. Irgend so ein Glückskeks-Spruch. Genau, sozusagen. Es heißt, es gibt keine Hakuna und Probleme, Schwierigkeiten, Matata. Oder umgangssprachlich alles in bester Ordnung. Tja, und bevor wir noch länger hier reden, würde ich sagen, lasst uns euer virtueller Glückskeks sein und wir fangen mal an. Eieiei, hoffentlich werde ich nicht geöffnet. Ich hoffe, ich schmeck nicht zu pappig. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig bei Glückskeksen. Ja. Bei Rahmschnitzel Glückskeksen. Das wäre cool. Glückskekse mit Schnitzelfüllung. Ich fände das super. Da. Oh, hallo. Ich höre den Fallsound. Das ist immer wieder schön. Der Fallsound. Müssen wir das dann neu starten hier? Oder nee, wie ist das? Ich glaube, wenn ich hier weggehe, dann geht das. Noch haben wir nichts gemacht. Noch können wir das. Nee, es war nicht mal Absicht. Ich hatte nur gerade gedacht, kannst du dich da rausstellen? Geh du noch mal von dem Sound darüber? Weg. Ja, hopp. Ich befreie dich von dem Sound. Hihihi. Ist tatsächlich weg. Ah, siehst du mal, ich bin Ohrenarzt. Ich schmeiße euch alle ins Wasser. Dann jetzt? Ui. Wer hätte es gedacht? Vielleicht sollten wir uns vorhin mal unten umschauen, bevor wir da hochschweben und nicht mehr rauskommen. Wer ist denn da hochgeschwebt? Ja, ich. Aber ich spreche ja für uns beide. Ich bin unser Pressesprecher. Okay. Ja, von das ist auch kein guter von unserer Knoblauchpresse. So. Okay. Was passiert? Eine Flasche. Ich gehe nochmal weiter hier. Eine Flasche. There is a Wurfel. That und is noch ein Knopf. Awesome. Der da unten eine Tür umtürt. Der Würfel, da komme ich auch nicht ran. Ich glaube, der ist nur zur Deko. Wir kommen hier ja nicht woanders hin. Ja, so spontan. Weiß ich nicht. Gerade. Ich glaube, es ist schon okay, dass einer oben ist, oder? Ich glaube, mindestens, ja. Ja. Wenn es ist mindestens okay. Ich weiß nicht, unten. Ich komme auch einfach. Wenn du unten nichts machen kannst, dann gehst du halt nach oben. Genau. Wobei ich weiß nicht, ob das so gut ist. Das ist so eine Anleitung, die in Sexbüchern steht. Wenn es oben nicht klappt, geh nach unten, oder was? Nee, wenn es unten nicht klappt, geh nach oben.
Das. Ja. Man merkt vielleicht, wir haben beide unsere beste Portal-Form gerade. Ja, wir sind auch sonst absolut topfit. Ja. In jeglicher Form, wie man es auch meinen will. Ich bin eben noch einen Marathon gelaufen auf einem Bein. So fit bin ich gerade. So. Flop. Aha. Ich kann nicht auf dem Boden stehen. Es ist unglaublich. Das ist wirklich unfassbar. Ich glaube es gar nicht. Stellst du dich da bitte mal drauf? Möglich ist. Stellst du dich da mal wieder drauf? Oh, da dreht sich was um. Gehst du nochmal wieder runter? Aha, interessant. Ein bisschen zumindest. Man kann zumindest wieder runter. Oh, das ist schon mal gut. Ach nee, das ist eine andere Stelle. Wo sind wir denn hier? Okay, da ist die Mitte. Das stirbt niemand. Hier müssen wir reden. Man kann wieder zurück zum Anfang, denke ich mal, oder? Das sieht sehr nach Anfang aus hier. Diese Sprungfläche. Ja. Oh, ich probiere die einfach mal aus, einfach weil ich so krass bin. Und hey, oh ja. Mist, jetzt bin ich am Anfang von verloren. Verdammt. Oder du kommst hier rüber. Weil ich kann auch nicht weiter. Oder kannst du... Hier brauchen wir einen Würfel. Also hier ist nicht der Anfang. Ich glaube nicht, dass wir hier zuerst hin müssen. Nee, ich komme hier auch gerade mal nicht weiter weg und wieder zurück. Bisschen ungünstig. Der Raum sieht anders aus hier. Andere Wandbemalung. Oh, Happa. Bemalung, eine afrikanische. Happa. Happa? Happa wäre jetzt gut. Happa, hoppa, hoppa. So, dann wieder hoch. Von hier kommt man wirklich nirgendwo anders hin, oder? Warte mal. Haben die Würfel irgendwas zu sagen? Die liegen ja überall rum. Ja, nee, ich glaube, die sind aber Deko. Ich glaube, da kommt man nicht rein. Ah, du schwebst schon wieder weg. Ja. Da, die Fläche geht ja auf. Da müsste man dann später einen Laser anscheinend reinschmeißen. So wie es mir scheint. Zumindest war da auf der anderen Seite ein Empfänger. Das ist ja ganz gut. Man kann ja unten eine Portalfläche setzen und dann hier oben quasi da jetzt... Verstehst du? Nein. Nicht schlimm. So. So. Verdammt. Was machst du denn? Was machst du denn? Du musst... Das ist leider ein Gitter. Du sollst nicht immer gegen Wände laufen. Das hat den Zahnarzt dir doch verboten. Hier kann man aber auch nicht runter. Das ist... Leute. Magst du nochmal nach unten gehen, da auf der Seite, wo du gerade wahrscheinlich bist? I can do this. Da müsste ich aber dein Portal überschreiben. Jojo, ist kein Problem. Du hast ja kein Problem. Nee, Moment, das ist eine komplett andere Ecke hier. Na gut, dann So, also ich bin wieder da. Ich hätte Hoffnung gerade mal. Ja, ist schön. Bringt nichts. Kannst du da irgendwie halbwegs rumgehen? Nee, ne? Passiert hier irgendwas? Nö. Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Man darf dazu sagen, das ist eine von den bestbewertetsten der letzten 6 Monate. Richtig. Die Karte, nicht der Basti. Tja, aber manchmal hilft auch das nicht. Warte mal, können wir das hier irgendwie ausschalten? Ja, ne? Was denn? Also das. Das hier? Soll ich da mal hochgehen? Ja. Ich meine, hier mit so... Genau, warte mal, genau. Crazy. Anders, warte mal, ich komme. Hast du deine Portale da noch unten zur Verfügung? Nee, ne? Nee, ich glaube, können wir uns nicht eine Bridge klauen da oben? Müsstest doch eine Bridge machen können. Ich kann dir eine Bridge geben. Falls du das möchtest. Da so. Ist das richtig? Wie komme ich denn jetzt da oben? Ach so. Ach so, ist das Das ist. Ach, schön, so blöd. Brauche ich das denn? Aber dann ist dein Portal hier weg. Bringt uns das was? Nee, mein Gedanke war halt nur, wir könnten halt die Bridge mit nach unten nehmen. Und dadurch, dass wir ja die Kraftfelder hier beide ausmachen könnten, könnten wir tatsächlich die Bridge mit nach unten in der Mitte nehmen. Ja, ich weiß nee. Nicht, ob inwieweit uns das... Die Fläche dreht sich da ja offenbar um. Ja. Und auf der anderen Seite komme ich da auch nicht, kann ich ja nicht wirklich tief... Ich glaube, die Bridge, die hängt genau da, wo auch der Würfelbehälter ist. Doch, das... Ob es das einen Zusammenhang gibt? Geht aber. Dass man die Würfel da rausschieben kann dann? Ich weiß es nicht. Ich werde mal kurz nach oben kommen wieder. Kannst du das?
Oh ja, anscheinend. Wenn du jetzt nach unten gehst. Wie jetzt nach unten? Gibt's da in der Mitte überhaupt irgendwo eine Fläche, wo wir die Bridge hinmachen könnten? Ich weiß es ja nicht, ob es überhaupt sein muss. Auf der anderen Seite können wir uns auch eine Bridge holen. Ich habe halt immer noch nicht rausgefunden, was der Knopf... Achso, das ist der Punkt. Stimmt. Ja, hat sich erledigt. Da unten muss dann der Laser raus. Da, so an der Wand. Genau. Und hier... Ne, wir haben aber auch nirgends eine Fläche. Hier unten kommen wir ja noch gar nicht hin, glaube ich. Das ist ein bisschen ungünstig. Wo? Was? Wie? Ja, hier auf der anderen Seite. Hier ist unten. Das so? Oh. Ist da unten zumindest etwa keine Fläche? Nichts sichtbar. Oder? Warte mal. Nee. Ach, da ist eine Fläche. Warum ist da eine Fläche? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir da ja mal kurz runter. Ja. Ich folge dir. Und dann können wir da unten ein Picknick machen. Ja, wäre ich mal stark dafür. Mit ein paar lecker Frikadellen. Ach, scheiße, geht nicht. Da ist ein Gitter davor. Warum? Konnte man das von oben nach oben auch sehen? Aber irgendwie muss man da runterkommen. Aber wahrscheinlich ist es da unten durch Öffnen von Türen oder so. Oder Öffnen von Herzen, je nachdem. Was halt erfolgreich ist. Da ist wirklich ein Gitter vor. Das war gar nicht so einfach zu entdecken. Ja. Wenn wir nicht genau hinschauen. Und wer macht das schon? Niemand. Okay, also irgendwie kommen wir hier nicht weiter, möchte ich meinen. Wie weit könnte man denn da auf der anderen Seite da unten gehen? Dass man bis ans Ende des Raumes irgendwie kommt. Das habe ich noch nicht ganz herausgefunden. Wie meinen? Dass man da guckt. So, machst du da noch einen, bitte? Oh, sehr gut. So, das war's. Sehr gut. Ja. Hier kann man... Achso. Okay, hier ist wirklich nichts mehr. Ich dachte, da hätte man auf der anderen Seite noch was machen können. Da ist irgendwie nirgends was. Ich weiß echt nicht, wo wir anfangen sollen. Mir fehlt gerade absolut der Anfang. Null Durchblickomat. Was ist das für ein Symbol? Weiß ich nicht. Ist das ein Punkt? Ich glaube fast, da ist ein Punkt, oder? Dran? An der Brücke? Oder was ist das für ein Symbol, durch den, was da vorne so aufgemalt ist? Warten Sie. Wollen wir nochmal beide zur Mitte gehen? Würde ich auch fast sagen, dass das ein Punkt ist. Das würde dann ja bedeuten, dass das oben wäre der oben Punkt dann. Bridge... Ja, dann lass uns mal einer nach oben, einer bleibt hier unten. Hopp, hopp. Dann könnte man da nämlich zumindest... Es ist kein Punkt, es ist ein Halbmond. Verdammt. Das ist blöd. Und ein Halbmond ist auch da. Ha. Wie kommen wir denn... Also, das gibt's ja nicht. Da ist der Punkt. Nee, da ist der Punkt, aber... Was haben wir davon? Können wir da die Bridge irgendwie hinklatschen? Nee, ne? Darüber? Irgendeine Bridge hier. Da kann man, glaube ich, nicht durchschießen, oder? Warte mal. Also die Bridge könnten wir da schon hinschmeißen. Nein, können wir nicht. Warum nicht? Weil. Einfach weil. Aus Gründen. Ha, aber wie machen wir das denn jetzt? Wo müssen wir überhaupt was machen? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß momentan absolut nicht, wo wir hier anfangen sollen. Ich bin komplett einfach... Aber wie kann das denn sein? Ach, guck mal. Ist da ein Gitter? Hä? Bitteschön. Danke. Bringt uns das was? Ja, ich komme jetzt rüber, wo wir noch nicht waren. Ja. Ich habe einfach mal was anderes gemacht. Ist gut. Ah, jetzt kannst du hier auch das Tor aufmachen. Warte mal, ich geh mal kurz hier rauf. Hier ist der Mond, okay. Also ich der kann mich Mond. Jetzt... Ah, ich kann mich der jetzt... Der okay. Mond! Das Sonnensystem! okay, hier muss auch der Laser rein. Haben wir ja noch gar nicht. Wir wissen noch nicht mal, wo der Laser... Nee, aber du kannst dich da mal auf den Knöppel stellen, oder?
Da ist der Mond. Das ist für die, da müsstest du runterkommen. Der Mond. Könntest du da rüber gehen? Wunderbar. Kommen Sie mal runter, Schätzlein. Ich kann ja nicht runterkommen, nicht so richtig. Oder wo muss ich da runter? Das geht ja nicht so richtig. Na, ich brauche die Lightbridge, brauche ich aktuell nicht wirklich. Nee. Also ich kann hier auch einmal stehen bleiben, dann kannst du erstmal runterkommen. Dann gehen wir runter, so. Das ist schön. Dann gucke ich mal, was hier unten los ist. So, und jetzt bin ich hier auf einer Seite. Genau, dann springst du... Ah nee, verdammt. Kacke, das geht ja nicht. Nee. Na. Das ist mir alles zu hoch. Warum kann man diese Sachen hier wegbeseitigen, die Felder hier? Das ist mal komisch. Soll ich da wieder hochgehen? Ich glaube, das macht Sinn. Du kannst jetzt kann ich da überhaupt wieder hochgehen? Nee. Ja, doch. Was? Ja. Ja, aber da ist doch keine Fläche, die ich angrapschen kann. Ah ja. Nee, okay. Dann, das ist blöd. Muss ich schon wieder sterben? Let's kill us. Toll, unser schöner Fortschritt. Ich hätte gar nicht sterben brauchen. Aber es macht so viel Spaß. Ja, total. Haha, ist das lustig. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe noch nie so viel Spaß gehabt beim Sterben. Ja, ich glaube, wir hätten uns gar nicht drei Karten aussuchen brauchen für dieses Wochenende. Tatsache. Wir haben uns ja direkt vorbereitet. Ja. Wir sind ja voll die Serienspieler geworden. Richtig, Serien... Killer. Ich guck ins Wasser. War es das beruhigend? Geht so. Ich finde, es sieht immer aus, als ob da Kacke drin rum. Als ob da gleich so. Naja. Naja, es hat was Lebendiges. Es hat was Lebendiges. Ja. So. Was haben wir jetzt gerade gemacht gehabt? Wir waren hoch. Soll ich nochmal hier eine Bridge darüber schubsen? Die da so. Oder zumindest, nicht die, aber eine gleichgesinnte. Ist. Das ist die falsche Seite. Schauen wir mal. Ach nee, hier, warte, hier. Ich habe keine Bridge. Verdammt. Mist. Dann war ich warten richtig. Nee, wieso? Warten Sie mal. Ja, ich glaube, ich habe eine Idee. Aha. Ich lass mich mal die Bridge setzen. Ja, aber wie willst du dann wieder runter? Warte mal. Oder muss ich dir dann den Weg da unten immer frei machen? Also ich schon mal kurz die Bridge. Ja, ich kann dir dann den Weg hier auch frei machen, ne? Jeweils immer. Vorher hast du die unten gesetzt? Auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite. Okay. Warte, dann setzt du die Portale, dass du runter kannst. Aha. Und dann? So, das müsste sein, ne? Ja. Dann gehst du runter. Mhm. Nicht durchs Kraftfeld. Mhm. Das mache ich jetzt aus. Mhm. Hoffe ich zumindest, wenn ich jetzt hier richtig bin. Drück on the Knopf. Yes. So. Yes, jo. Jetzt komme ich dir hinterher. Nee. Ja. Wieso nicht? Nee, warum willst du mir hinterher? Jetzt musst du die... Scheiße, das geht ja nicht. Ich habe jetzt hier... Doch. Ich denke mal, hier müsste man halt mit dem Laser durch. Irgendwann. Ja, verdammt. Ich habe nicht daran gedacht, dass man ja das Portal nicht neu setzen kann, wenn man nach unten kommt. Nope. Es sei denn, wir gehen beide zur Mitte, dann können wir da auch wieder raus. Meinst du, das wäre eine Möglichkeit? Aber was hätten wir davon? Na, ich wollte jetzt quasi dich dahin bringen, dass du jetzt nach hinten gehst, in diesen anderen Raum, die Lightbridge aktivierst, aber ich komme ja da überhaupt. Doch. Nein. Jetzt entscheide dich mal. Das geht tatsächlich nicht. Ja, nee. Das Problem ist halt, sobald ich jetzt runterkomme, muss ich durch ein Kraftfeld laufen und dann ist die Bridge schon wieder weg. Das stimmt allerdings. Kannst du ein dunkelblaues Portal irgendwo dann da hinsetzen? Also kannst du, geh mal einfach da durch. Das ist ja auch weg. Ich kann das eigentlich nicht so richtig machen, nee. Wir brauchen einen Würfel.
Das wäre ganz praktisch. Lass uns erstmal herausfinden, woher wir denn überhaupt den Würfel bekommen, den wir benötigen. Wie soll ich denn das? Ich muss doch. Kannst du mich da nochmal hochholen? Ja. Oder soll ich sterben hier? Dann musst du aber auch sterben. Nee, ich schuld dich auch. Oder halt zur Mitte kommen. Warten Sie. Bartense, das klingt wie irgendeine Blumensorte. So, Bartense. Das ist eine sehr schöne Bartense. Ja. So unglaublich schöne Bartensen hast du. Im Garten. Das sind die Blumen, die man immer im Wartezimmer stehen hat. Also du kannst hochkommen. Arzt. Du musst ja, weil du musst ja... Jetzt sind alle meine Sachen wieder weg. Okay. Ja, das ist ja... Na, hi. Laser, da unten, der Laser ist da. Der macht dann das hier, der Würfel macht den Laser. Genau. Würfel haben wir ja schon mehrere gesehen, aber nicht so wirklich in greifbarer Nähe, weil da überall Glas vor war. Oben ist auch nichts. Hier kommt man definitiv auch nicht wieder runter in der Mitte. Nee. Man muss also... Da unten ist auch ein Würfel, der irgendwie anders ist. Dieser in dem größeren Raum. Aber ich glaube, den kann man auch nicht... Magst du noch mal hier irgendwie unten hingehen wollen, da so, falls es geht? Ich glaube, das geht nicht. Müssen wir beide wieder runter?